Markus Babbel, zweimal hat man sich gegen den Kantonsrivalen duelliert, leider nur einen Punkt herausgeschaut. Man hat eine Rechnung offen im Brücklifeld. Ja klar, es ist wieder ein neues Spiel. Jetzt haben wir eine Serie mit einer Niederlage, einem Unentschieden. Also würde jetzt ein Sieg wunderbar in diese Statistik hineinpassen. In die Defensive ist Stabilität eingekehrt. Jetzt sind gesperrt Salisar und Fidan Aliti. Kajar Okul kehrt zurück. Stimmt Sie das optimistisch? Ja, das ist ja im Fußball normal so, dass man immer wieder mit Sperren rechnen muss, mit Verletzungen rechnen muss. Deswegen hat man ja auch einen größeren Kader und ich bin natürlich da sehr froh, dass ich solche Alternativen habe, wo ich überhaupt keine Bedenken habe, sie reinzuschmeißen. Dem jetzt mittlerweile auch wissen, was ich verlange, wie ich was sehen will. Und ich hoffe, dass sie ihre Leistungen, die sie mir im Training gezeigt haben, eben auf den Platz rüberbringen, weil dann werden wir da auch sehr stabil stehen, ja. Wo sehen Sie die Stärke von Aarau? Aarau fällt immer wieder auf durchstehende Bälle. Sandro Wieser ist ein gutes Beispiel beim Köpfspiel. Aber wo sehen Sie die Stärken des Gegners? Ja, zum einen natürlich die Standardsituationen. Darüber hinaus eben eine lauffreudige Mannschaft, eine aggressive Mannschaft, die eben versucht, den Gegner den Schneid abzukaufen. Und da müssen wir dagegen halten. Das darf eben nicht passieren, dass wir uns einschüchtern lassen. Ganz im Gegenteil, wir müssen eben versuchen, unser Spiel durchzubringen. Und da bin ich sehr optimistisch, wenn die Jungs das umsetzen, was sie mir im Training zeigen, dass wir dann eben auch eine große Möglichkeit haben, dieses Spiel zu gewinnen. Aber das wird ein harter Fight, das wird ein Abnutzungskampf und darauf muss man eingestellt sein. Und wenn es leichter geht, umso schöner. Sie haben jetzt drei Spiele eigentlich, haben die Möglichkeit, sich vor Weihnachten zu verbessern. Also da ist man voll motiviert. Absolut. Wir haben jetzt innerhalb von kürzester Zeit die Chance, ja doch auch für unser Punktekonto was Gutes zu tun und einigermaßen versöhnlich die Hinrunde auslaufen zu lassen. Aber nochmal, jetzt geht es am Samstag los, das ist das erste Spiel. Was danach kommt, interessiert mich jetzt im Moment eher weniger, sondern wir müssen jetzt alles investieren gegen Aarau. Da müssen wir alles reinkloppen, danach gut regenerieren, gut leben, um dann eben auch wieder am Mittwoch das nächste Spiel anzugehen. Aber wichtig ist eben, dass wir jetzt versuchen, auch ein Erfolgserlebnis für den Kopf zu bekommen. Und da haben wir jetzt 90 Minuten Zeit gegen Aarau und da müssen wir, wie schon gesagt, alles reinhauen. Also eigentlich erwarten uns Festtage sowohl für Spieler, Trainer und natürlich Fans. Ja klar, es gibt nichts Schöneres wie Spieltage, das sind immer Festtage und wichtig ist, dass wir jetzt eben, ja, dass wir aus den Niederlagen, aus den Unentschieden oder auch aus dem Sieg gegen Zürich, dass man lernt, dass man da was mitnimmt, dass wir da auch keine Angst haben müssen. Die kochen alle nur mit Wasser. Wichtig ist, dass wir konzentriert sind, dass wir lauffrei sind, dass wir aggressiv sind, vor allem, dass wir es schaffen zu agieren, weil wie schon gesagt, reagieren tun wir uns schwer.